Leute, was geht? Ich bin so Rebecca, ich bin wieder da mit einer neuen 24-Stunden-Challenge für euch. Und zwar diesmal in der Sternzeichen-Edition, weil ihr es so, so gerne wieder sehen wolltet. Ich habe ja schon mal ein Sternzeichen-Video gemacht. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Es ist mega interessant geworden. Ich dachte mir, warum nicht diesmal einen Tag lang so leben wie mein Sternzeichen. Es gibt wieder Neues und ich bin gespannt, ob es diesmal gut passt oder nicht. Oder ja, wie das Ganze enden wird, ich weiß es nicht. Finden wir es einfach mal heraus und glaubt ihr an Sternzeichen oder nicht? Finden wir 40.000 Leute, die an Sternzeichen glauben. Ich bin gespannt. Also einerseits, ja, stimmt es schon oft, also bei mir zumindest. Ich bin Steinbock. Wer ist übrigens Team Steinbock? Oder schreibt mal generell euer Sternzeichen unten in die Kommentare. Welches Team seid ihr? Also bei mir passt es schon ziemlich gut. Sei es von den Charaktereigenschaften oder ja, von der Stimmung und so weiter. Alles, was ich dazu finden kann, passt irgendwie verdammt gut. Aber ich weiß, dass man ja sagt, dass es extra so allgemein geschrieben wurde und so weiter, dass es immer auf die Situation passt. Und ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber ich lese es mir trotzdem immer super gerne durch. Ich liebe Horoskope und so ein Zeug. Ja, lasst mir mal eure Meinung in den Kommentaren da und springt den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt damit. Also let's go. So, ich bin so gespannt, ob ich meinen Look komplett verändern muss oder ob es teilweise so bleiben kann, wie es ist an mir. Vor allem meine Haare, Leute, weil wir haben wieder alles dabei. Make-up, Haarstyle, Haarfarbe, ja. Und wenn ich meine Haare färben muss, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie viel Farbe ich brauche. Outfit und. Und ja, danach mal gucken, was ich zum Frühstück essen kann und so weiter. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob es zu euch und eurem Sternzeichen auch passen würde und ob ihr so rumlaufen würdet oder so gar nicht. So, als erstes haben wir hier Augen-Make-up. Warte, wo ist Steinbock? Wo ist Steinbock? Erstmal suchen. Ah, da, da. Oh mein Gott, Leute, es passt. Also ich finde, das passt voll zu mir. Ich weiß gar nicht mal, ist das fast genau dasselbe Make-up, was ich heute trage? Also dieser rosa, peachfarbene, ich glaube, das ist mehr Peach, Lidschatten. Aber ich weiß gar nicht, ob sie einen Lidstrich hat. Den mag ich super gerne. Für mich sieht das eher nicht so danach aus. Mal schauen. Also wenn, dann hat sie vielleicht nur so einen ganz kleinen, obwohl, warte mal. Doch, Leute, ich habe gerade gesehen, so einen ganz dünnen Lidstrich hat sie, meine ich. Skorpion finde ich mega schön, aber das ist ein bisschen zu dunkel, das würde mir, glaube ich, gar nicht stehen. Nachher kommt ein Softgirl-Look hier raus, dann drehe ich durch. Okay, kommen wir als nächstes zu Blush, beziehungsweise Rouge. Ich bin gespannt, was ich davon bin. Da unten ist wieder Steinbock und... No way. Leute, wisst ihr was? Diesen Blush habe ich gerade drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich packe nicht viel drauf. Nur damit ich nicht so blass aussehe und wie so ein Geist. Ihr seht auch wahrscheinlich, ich habe den ordentlich schon benutzt. Das ist der gleiche Blush. Ja, da wir jetzt fast unser Make-up komplett haben quasi, checken wir jetzt noch die Lippenfarbe aus. Okay, was haben wir diesmal hier? Verdammt, Stier sieht voll nach mir aus. Warte, da unten ist wieder Steinbock und... Nein! Knallpink! Also ich meine, ich liebe rosa, aber knallpinke Lippen? Sieht das überhaupt gut aus? Ich weiß ja nicht. So, kommen wir jetzt zur Frisur. Unten ist wieder Steinbock. Ja, und irgendwie ist das relativ unspektakulär. Was ist das für eine Frisur? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Zopf machen und dann noch ein Zopf. Aber ich hätte echt Lust auf Zwillinge gehabt, also die zwei Zöpfe oder auf Wassermann. Das sieht so süß aus. Und jetzt kommen wir zur Haarfarbe. Kann ich so bleiben, wie ich aussehe oder muss ich es verändern? Blau? Ernsthaft jetzt blau? Nein. Ich hätte super gerne Stier. Warum passt Stier diesmal so gut zu mir? Fische gefällt mir auch voll. Ich hätte echt jetzt gedacht, ich könnte mir vielleicht, wenn dann überhaupt, meine Haare endlich mal Rosé-Gold färben. Ihr wisst, das habe ich schon ein bisschen länger vor. Ich traue mich aber noch nicht so ganz. Aber blau? Obwohl, Moment, mir fällt da was ein. Okay, wir machen uns blaue Haare. Wird ja hammermäßig aussehen, so mit pinken Lippen und so. So, Outfit, Leute, und irgendwie sehen alle dunkel aus. Was ist das? Warum sind die alle so dunkel? Warte, da unten. Wir haben Jungfrau, Steinbock und Waage zusammen. Also an alle, die Jungfrau sind und Waage, würdet ihr das Outfit hier anziehen? Ich glaube, ich habe alles. Ich habe die Vans, ich habe die Hose, die genauso zerrissen ist. Ich habe, glaube ich, auch so ein Oberteil. Oh mein Gott! Ich habe jetzt meinen Lidschatten und so weiter abgemacht, weil sie ja nicht so einen dicken Lidstrich trägt und das ein klein wenig mehr Peach-Rosa-Farben ist. Und wir wollen es ja so genau wie möglich machen. Also ja, eigentlich hätte ich es im Prinzip auch so tragen können, aber...
ja, machen wir es so genau wie möglich. Seht ihr den Ton hier? Der könnte eigentlich ganz gut passen. Sieht das gleich aus? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin so ein heller Hauttyp, dass man bei mir gar nichts sieht, wenn ich irgendwie weiß benutze oder so. Also stellt euch das jetzt einfach bitte vor. Ehrlich jetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht verändert. Kann das sein? Warum habe ich mich dann abgeschminkt? Das sieht einfach mal so aus wie vorher, obwohl ich den Lidstrich dünner gemacht habe. Also dünn wie möglich. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich sehe immer gleich aus, habe ich das Gefühl. Das ist richtig Barbie-Pink. Kann ich überhaupt damit essen? Ich weiß es gar nicht. Verdammt, ich hätte vielleicht eher essen sollen. Ich würde sagen, Make-up ist fertig. Aber es geht eigentlich. Also wenn ich das jetzt so in der Kamera sehe, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, und jetzt kommt es zum Outfit und dann zu den Haaren. Also suchen wir jetzt erstmal das Outfit raus. Die Oldschool Vans habe ich. Und jetzt meine Hose, die muss ich erstmal rauskramen. Die habe ich so lange nicht mehr getragen. Und das Oberteil, okay. Ist ein bisschen kalt, glaube ich, ne, wenn ich damit rumlaufe. Warte, wo ist die? Ganz hinten irgendwie. Die habe ich so lange nicht mehr getragen. Ich habe sie gefunden! Jetzt muss ich erstmal alle anderen Hosen wieder einsortieren. Und jetzt brauchen wir noch das Oberteil. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin eher der hellere Typ. Aber ich dachte, ich hätte so ein Oberteil. Ich glaube, wir haben eins gefunden. Ja, Mann! Hose habe ich hier. Ja, wie ihr sehen könnt, fett mit Löchern drin. Genauso wie auf dem Bild. Und ich habe hier noch ein Oberteil gefunden. Das hatte ich schon länger nicht mehr an. Aber zum Glück passt das eigentlich ganz gut. Ich glaube, man kann das sogar auf Schulter tragen. Und ich ziehe mich jetzt um. Und dann geht's an die Haare. Ja, das ist mein Steinbock-Outfit. Und komischerweise hatte ich ja halt alle Teile im Schrank. Also ich bin anscheinend 100% Steinbock. Aber ja, ich fühle mich ein bisschen nackig hier, weil ich hatte die Hose echt lang nicht mehr an. Es ist jetzt nicht so warm draußen. Ja, keine Ahnung, was davon halten soll, aber es ist sehr dunkel. Ja, laut meinem Sternzeichen soll ich ja blaue Haare haben. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach so. Und dann bin ich wieder zurück mit blauen Haaren. Falls ihr jetzt einen Herzinfarkt bekommt und denkt, oh mein Gott, Becky, was hast du gemacht? Hast du deine Haare geschnitten? Nein, ich heule gleich und was ist das? Nein, keine Sorge. Falls ihr mein E-Girl-Video gesehen habt, wisst ihr, das ist nur eine Perücke, Leute. Ich dachte mir, wenn ich meine Haare angeblich blau machen soll, warum nehme ich nicht einfach eine Perücke? Jetzt mal ganz im Ernst. Damit mache ich nichts falsch. Ich gebe nicht unnötig viel Geld aus, weil richtig viele Haarfärbungen kosten natürlich auch. Und ich baue keine Kacke. Und bereue es am Ende und heul selber, okay? Also beruhigt euch, Leute. Es ist nur eine Perücke, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Die sind auch gewellt und gleich style ich die noch ein bisschen. Ja, nur der Pony ist halt ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise trage ich keinen Pony. Ich weiß nicht, wie ich das gleich lösen kann, ob ich den irgendwie wegklipsen kann oder so. Aber ja, ich finde, so ein gerader Pony steht mir einfach nicht so. Ich habe nicht so die Gesichtsform dafür. Aber naja, ganz cool so mit blauen Haaren. Irgendwie mag ich bunte Haare. Und so sieht das Ganze komplett aus. Und ich habe echt das Gefühl, ich habe wieder ein E-Girl-Umstyling gemacht. Keine Ahnung, ob das von hinten so passt. Ich habe versucht, mit dem Spiegel zu schauen. Ich hatte das Gefühl, hier auf der Seite stimmt das schon irgendwie. Aber ich lasse das jetzt einfach so und ich würde sagen, wir frühstücken jetzt einfach mal, weil ich habe so Hunger. Schauen wir jetzt mal, was wir zum Frühstück essen dürfen. Ich bin gespannt, was mein Sternzeichen sagt. Was? Ein Avocado-Toast? Was soll man dann einfach mal? Frozen Joghurt. Oh mein Gott, so lecker. Krebs auch einfach mal Eis. Was ist das? Ich habe einfach nur Avocado-Toast. Richtig gesund hier. Toast fertig. Avocado, check. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich so zu machen wie auf dem Bild. Sehr gesund. Man schmeckt, dass es gesund ist. Ja. Übrigens, checken wir mal eben aus, was wir in der Stadt gleich machen können, was ich mir besorgen muss oder was ich noch irgendwie snacken, essen, was auch immer da. Und zwar haben wir hier Süßigkeiten bzw. Desserts und Leute, bei Steinbock ist einfach mal Käsekuchen. Also ich hätte eigentlich auch nichts gegen eine Zimtschnecke gehabt bei Wassermann oder einen Donut, aber den hatte ich jetzt schon öfters. Aber Käsekuchen, ich liebe Käsekuchen, das passt total. Jetzt haltet euch fest, wisst ihr, was ich noch gefunden habe? Fjällräven Kanken Rucksack Sternzeichen Edition. Und bei mir ist einfach mal ein schwarzer Fjällräven Kanken drauf. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Warum heute so dunkel? Was ist los? Wir haben hier auch noch mal Handyhüllen und ich bin gerade Fische aktuell. Wie ihr sehen könnt, eins. Aber ich habe auch Steinbock, ich habe auch das Gelbe.
Ich muss das gleich mal raussuchen. Ich weiß nicht, ob ich das finden kann. Aber jetzt geht es immer mehr Richtung E-Girl. Das ist nicht mehr normal, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. Und was haben wir hier noch? Oh, Obst haben wir auch noch. Da darf ich mir Erdbeeren kaufen. Okay, dagegen habe ich nichts. Ich liebe Erdbeeren. Mango finde ich auch nicht schlecht. Also Käsekuchen ist jetzt nicht wirklich das beste Mittagessen. Ah doch, Essen haben wir hier. Und bei mir kommt einfach mal Tacos raus. Ich hoffe, ich kriege irgendwo hier Tacos her in Hamburg. Keine Ahnung. Warum kann ich nicht Pizza haben? Oh, die Pommes. Und Leute, ich habe jetzt mal was gefunden. Donut Accessoires in Sternzeichen. Was kommt bei mir raus? Eine Pusheen mit einem Donut. Oh mein Gott, gibt's das? Ich glaube schon, oder? Claire's hat bestimmt sowas. Ich werde mal schauen, ob ich das finde. Ich liebe Pusheen und oh, wäre das süß. Ich werde definitiv gucken. Aber ich werde jetzt schnell weiter essen, damit ich schnell in die Stadt gehen kann. Handyhülle, check. Und schwarzer Ferienkrankenrucksack auch check. Leute, ich habe gerade geguckt, aber die haben keine Pusheen mit Donut, also gibt's das für mich nicht. Nur mit Keks. Oh, wie sad ist das denn? Ich bin traurig. Ich bin so traurig. Tacos habe ich gefunden. Ja, Mann, und ich freue mich so sehr darauf, weil die sehen so lecker aus. Ein klein wenig anders als auf dem Bild, aber es sind Tacos, Leute. Tacos waren schon mal richtig lecker und Leute, ich habe einmal Sternzeichen mit Slime gefunden und zwar, wer hätte es erraten können, Steinbock hat natürlich blauen Slime, aber den hole ich mir jetzt. Was zum Teufel ist das denn? Graskopf? What the? Sowas wäre auch cool, aber ist ja leider kein Slime. Ich hoffe, wir da unten auch noch blauen Slime haben, aber wir haben hier einmal diesen Slime, der sieht auch nicht schlecht aus, Ninja Slime. Sieht aber eher aus wie ein Monster. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? So ein kleiner Pott. Oh, wie schön sieht das denn aus? Blauen Slime habe ich mir jetzt auch noch gekauft. Leute, ich war gerade bei Starbucks und normalerweise ist es ja nie so, aber wegen dem Virus ist einfach mal der halbe Laden schon geschlossen quasi. Du kannst gar nicht mehr drin sitzen, du kriegst es einfach nur zum Mitnehmen. Und ja, meinen Kuchen habe ich jetzt auch zum Mitnehmen bekommen. Ich finde es so krass, es macht einen schon ein wenig Angst. Keine Ahnung, richtig befremdlich einfach die ganze Situation. Aber ich verstehe es total. Ich bin wieder zu Hause und jetzt gleich packen wir erstmal den Slime aus. Und den Kuchen werde ich mir für heute Abend aufsparen. Es gibt noch Eis, Leute. Ich habe ein Eis-Sternzeichen-Bild gefunden. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern von Ben & Jerry. Und dann, ja, meine Erdbeeren werde ich heute Abend auch noch essen. Und ich werde mal schauen, was ich für einen Film gucken kann heute. Ja, das machen wir später. Packen wir also jetzt mal den Slime aus. Oh mein Gott, das riecht irgendwie wie eine Mischung aus Kaugummi und diese Eisbonbons. Kennt ihr die? Und der fühlt sich irgendwie ein bisschen fester an, aber der lässt sich gut ziehen. Okay, das mag ich. Die Konsistenz ist nice. Das ist ein cooler Slime. Kann man den öffnen? Oha, hier ist einfach mal gelber Slime noch drin. Oh, das ist cool. Warte, ich mische das mal. Mal gucken, wie es aussieht. Wow, das ist neongelb. Schwabbel, schwabbel. Schwibbel, schwabbel. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit meinem Slime hier rumspielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Abend. Mit meinem Kuchen und mit meinem Eis. Und mit hoffentlich einem coolen Film. Wir haben es jetzt abends und das ist jetzt mein Abendessen, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier einmal Erdbeeren mit Cheesecake und Ben & Jerry Chocolate Fudge Brownie. Denn ich habe das hier gefunden und das ist so komisch, dass es genau passt. Ich hatte es einfach mal zu Hause. Ich hatte auch Erdbeeren zu Hause. Wie gut passt das einfach mal? Ich mag auch die Kombination und ja, es reicht auch vollkommen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich hatte heute Tacos. Ich hatte ein gutes Frühstück. Ja, und dann das hier. Ich finde, das reicht total. Und ich habe was gefunden, was ich mir heute angucken darf. Und zwar Pocahontas. Ich wünschte zwar, ich hätte Aladdin gucken können. Oder Schön und das Biest. Oder Ariel. Aber nein, Pocahontas. Und ich würde sagen, ich verbringe jetzt weiterhin die restlichen Stunden hier, den restlichen Abend in meinem Bett als E-Girl. Das ist ja im Prinzip bei rausgekommen und esse jetzt noch ein paar Reste auf, die ich da übrig habe und schaue noch Pocahontas zu Ende. Also bis zum nächsten Mal. Bye!